Die Zoo-Master, hallo. Hey. Herzlich willkommen. Es freut mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Vor allem habe ich dich schon ganz oft im Internet gesehen. In diesem Internet. Und jetzt auch endlich mal live. Ich muss sagen, du hast ja sehr interessante Implantate und die Zähne sind gespitzt. Das ist ja alles relativ, ja krass, klingt jetzt wieder so negativ. Aber es ist so witzig, weil du so süß und... Liebt, ja, genau. Das ist lustig, weil es auf Bildern natürlich ein bisschen anders ist. Aber das sagen oft die Leute, wenn sie mich dann treffen, so oh, krass, du wirkst ja ganz anders als auf den Bildern. So. Aber es ist halt typisch irgendwie so, man ist ja, gibt sich immer ein bisschen anders irgendwie auf Bildern. Und gerade auch irgendwie bei so Instagram-Stories oder so, da bist du auch ein bisschen anders als die wahre Person. So. Ja, ja. Aus dem Grund mache ich das halt auch einfach so gerne, ne? Weil ich dann immer öfter solche Überraschungen habe. Ne? Deswegen war ich auch total gespannt, dich mal zu treffen. Freue mich auch total. Was ist denn das Letzte, was du so... Ah, ich erkenne es schon, da ist Folie. Dekolleté, Brust und Hals haben wir gestern gemacht. So. Wie viele Stunden hat das gedauert? 5 Stunden ungefähr. Und das ist wahrscheinlich auch richtig Scratching, oder? Ja, ja, schon. Hältst du das ganz gut aus oder bist du dann schon irgendwann so? Also bei der Brust muss ich sagen, ich habe zwischendurch so, ich habe halt sehr gute Musik gehört, irgendwie war in so einem meditativen Zustand irgendwie. Und es war relativ angenehm und zwischendurch habe ich aber so Momente gehabt, so, ah, scheiße, geht nicht mehr. Aber zum Großteil war es eigentlich vollkommen okay und ich war sehr entspannt. War vorher da gar nichts drunter? Oder? Ah, krass, also das war komplett blanke Haut jetzt so. Genau, richtig, ja. Wie kommt es denn, dass du eher so ein bisschen, ja, das sagen, so als Gegensatz zu deinem Charakter, so diese krasseren Sachen eher bevorzugst? Also ich mag allgemein so düstere Bilder und sowas. Ich habe das Bein zum Beispiel, ist Riddick Artist, ein Künstler, der sehr viel T-Shirts und sowas auch macht, von dem sind sehr viele Motive. Ich finde dieses makabre Böse sehr schön, irgendwie so, spricht mich halt motivmäßig sehr an, so. Und ich kann ja nicht nach außen die süße kleine Suma sein. Kannst du schon. Wie ist denn das so in der Öffentlichkeit, wenn du so durch die Stadt läufst? Wirst du noch sehr viel angeguckt oder wird es immer normaler, sag ich mal? Also ich selber krieg's tatsächlich nicht mehr so mit. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, denen fällt das halt extrem auf. Ich achte da halt nicht mehr drauf. So, ich habe aber auch immer Musik auf irgendwie oder und dann auch meine Inliner an und fahre halt einfach straight durch. Und deswegen ignoriere ich sowas ziemlich. So. Ja. In der Bahn kriegt man es halt oft mit. Wenn man da mal Bahn fahren muss, irgendwie so, dann gaffen sie halt schon und so. Aber ja, man wusste es vorher, auf was man sich einlässt, deswegen ist es okay. So. Wie und wann fing das denn bei dir an? Also das erste Tattoo oder Piercing, was war denn die erste Veränderung? Das erste Piercing war mit 13. Das war damals in der Lippe. Ja. Und, ist das noch genau das? Ja, ja, genau. Das? Ist noch immer das. Da wurde Mutti dann irgendwann angerufen und so, ja Mutti, ich habe jetzt übrigens ein Piercing. Naja, du machst ja sowieso, was du willst. War so die Antwort. Und ist das immer noch die Einstellung? Ja. Also Mutti irgendwie so sagt halt auch mit dem Aussehen, naja, ich find's halt nicht schön und so, aber ich toleriere es halt. Der Großvater, also allgemein die komplette Familie mittlerweile so, ne? Sie finden es nicht schön, aber es wird toleriert. Der Großvater kommentiert ab und zu meine Bilder mit, oh, was für eine schöne Enkeltochter und so. Das ist eher voll. Da ist man so, oh, tididi. Ja, mit 16 kam halt das erste Tattoo. Und mit Anfang 20 halt Implantate, Zungensplit und so. Also mit Anfang 20 waren dann so die krasseren Sachen. Ja, genau. Wie wurde es gemacht mit den Implantaten? Du machst einen Schnitt in der Haut, dann löst du die Haut vom Gewebe und schiebst den Schmuck rein. So. Ist das schmerzhaft? Ja. Definitiv. Ich würde es nicht nochmal machen. Wie lange hast du dir das überlegt, ob du es machen willst? Also schon einige Jahre irgendwie so. Also ich hatte das irgendwie schon relativ früh irgendwie im Kopf und dann mit Anfang 20 hat sich das... auch im Kopf. Ja, ja. Wortspiel. mit Anfang 20 hat es sich dann halt nochmal mehr verfestigt und dann habe ich es halt irgendwann wirklich gemacht so und habe aber auch ganz lange drüber nachgedacht, weil ich halt wusste, okay, was für Konsequenzen das im Alltag mit sich bringen könnte oder auch kann irgendwie so und im Endeffekt habe ich dann gesagt, komm, scheiß drauf, ich habe da Bock drauf, ich mache das jetzt. Und, wie ist es bei dir beruflich? Musst du dich da irgendwie einschränken? Wahrscheinlich nicht, weil... Nö, nee, überhaupt gar nicht. Dadurch, dass ich ja das Modeln komplett mache und da auch komplett von lebe. Okay, cool, das wusste ich nicht. Cool, dann bist du ja eine von wenigen. Ja. Und Dankeschön. Klar, es gibt Fotografen, die sagen, oh nee, mit den Hörnern ist mir zu krass und so. Andere sagen, okay, ich probiere es mal aus irgendwie so, aber... Aber eigentlich klappt es ganz gut, aber ist halt auch unterschiedlich so, ne? Und ansonsten irgendwie so, ich mache halt ab und zu Gastroarbeit auch, ist halt auch kein Problem. Dadurch, dass ich als selbstständige Person arbeite, so... Ich mache halt meine Arbeit gut trotzdem so. Und die Leute sind halt so, ja, okay.
Ist halt die Suma, ne? Genau. Was ist denn das Nächste, was du geplant hast? Also ich will jetzt erstmal den Rücken fertig machen und dann halt Dekolleté und Brust noch. Und sonst erstmal nichts. Also so am Bodymods oder so. Ich will seit Jahren was in den Armen haben, aber es hat Zeit. So. Sonst erstmal nichts groß weiter. So. Kannst du dir denn auch Gesichtstattoos vorstellen oder sogar Augäpfel-Tattoos? Ja, also Gesicht würde ich auf jeden Fall machen, was dezent ist irgendwie, aber nur halt hier irgendwie. Eyeball-Tattoo hätte ich total Lust drauf, aber ist mir einfach zu riskant immer noch. Und es bringt halt doch zu viele negative Sachen mit sich. Und Eyeball-Tattoo ist halt tatsächlich was, wo du niemals verstecken kannst. So, mein Ex-Freund, der hat das und ich finde, das nimmt so krass viel von der Persönlichkeit und wenn du die Menschen nicht kennst, du kannst halt nicht mehr aus den Augen lesen, was die Person fühlt oder denkt irgendwie so und das ist halt echt krass. So, ich finde es mega schön, mega interessant, aber mir ist es persönlich doch zu ein krasser Schritt irgendwie in das Weg vom Menschlichen. So. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Hast du sonst in der nächsten Zeit irgendwas, worauf du dich besonders freust, was du erzählen möchtest? Irgendein Projekt oder ein Urlaub oder ein Shooting? Nee, eigentlich gar nicht so wirklich. Außer, dass am Donnerstag mein Freund endlich wiederkommt nach 6 Wochen. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Aber ansonsten so, nö. Also ich habe jetzt demnächst noch ein Shooting mit einem Label zusammen, von Sponsoren, da freue ich mich drauf. Es hätte eigentlich heute sein sollen, aber wir haben es verschoben, weil ich gesagt habe, ich kann heute nicht nach Köln fahren. Das ist alles zu schmerzhaft mit dem Motorrad 200 Kilometer und dann das Shooting. Ach, du bist immer mit dem Motorrad unterwegs? Ja, ja. Cool. Deswegen haben wir das dann verschoben auf einen anderen Tag. Ja. Dann habe ich noch mal eine dumme Frage. Wie geht das mit dem Helm und den Implantat? Ich habe lange gesucht nach dem Helm. Also ich musste viele Helme ausprobieren und ich habe halt auch echt nicht wenig Geld für meinen Helm bezahlt. Aber es funktioniert. Also ist halt ein teurer Helm, aber er ist bequem dafür. Okay. Ja. Krass. Das finde ich wirklich interessant. Ich frage mal so zum Ende hin, ob du noch irgendwas dich erzählen wolltest, was ich nicht gefragt habe oder ob alles gefragt wurde und du zufrieden bist. Ja, eigentlich alles. Okay. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Okay, das freut mich. Vielen Dank fürs Interview. Ja, bitte.